a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Traditio et innovatio, so lautet der Leitspruch der Rostocker Universität. Schon im nächsten Jahr kann man auf 600 Jahre Geschichte zurückblicken. Angefangen hat diese Geschichte 1419 mit der Gründung. Hierdurch wurde sie zur ersten Universität im Ostseeraum. In den Folgejahren erweiterte sich die Hochschule immer wieder. Es kamen neue Fakultäten, genauso wie neue Gebäude hinzu. Dies lockte natürlich Studenten aus dem gesamten Ostseeraum an, wodurch man mit 500 Studenten zu einer der größten Universitäten im Heiligen Römischen Reich heranwuchs. Auch durch großzügige finanzielle Unterstützung begann die Blütezeit der Universität am Ende des 16. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurde sie auch als Leuchte des Nordens betitelt. Heutzutage prägen ihre Gebäude nach wie vor das Stadtbild Rostocks, wie kaum eine andere Institution. Der an der Universität arbeitende Professor Dr. Kersten Krüger weiß genauer darüber Bescheid, warum Rostock eigentlich als Standort für eine Universität gewählt wurde. Die Stadt Rostock, wenn wir mal so aufzäumen, hat also einen gesellschaftlichen Bedarf an ausgebildeten Juristen, die also in dem sich entwickelnden Handel, der ja auch schon international organisiert ist, der auch schon juristisch von Bedeutung ist, also einen gesellschaftlichen Bedarf an ausgebildeten Juristen für ihre Geschäfte, aber auch für ihre Verwaltung. Die Fürsten haben ebenso einen Bedarf an ausgebildeten Juristen, weil in der frühmodernen Staatsbildung oder spätmittelalterlichen Staatsbildung sehr viel es auf gebildete Juristen ankommt. Das sind also die gebildeten Räte, die man einfach braucht, als Spezialisten eine Politik zu machen. Und Rostock wird gewählt, das ist so ganz witzig, so wiederholt es auch der Staat, weil die Infrastruktur stimmt, würden wir heute sagen. Das heißt, es gibt also dort genügend zu essen und zu trinken, das man auf dem Markt kaufen kann. Es gibt die Möglichkeit zu reisen. Es ist also sozusagen ein Ort, an dem eine Universität errichtet werden kann. Wichtig ist nun, dass die Gebäude, wir können fast sagen, die nachhaltigste Leistung der Stadt Rostock war. Die Stadt Rostock hat also bei Gründung der Universität Gebäude zur Verfügung gestellt. Unter anderem, was wo heute das Zentrum ist, also wo der sogenannte Pornobrunnen steht, der Tunnel der Lebensfreude, da stand früher das Rathaus der Neustadt. Das war das Auditorium Maximum, der größte Hörsaal, weil man das nicht brauchte. Das Ding wurde dann baufällig und dann hat man an der Stelle des heutigen Hauptgebäudes schon im 16. Jahrhundert das sogenannte Weiße Kolleg gebaut als ein großes Hörsaalgebäude und auch ein Beginn der Bibliothek. Natürlich ist nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft ein wichtiges Thema für die Rostocker Universität. Mittlerweile ist man der größte öffentliche Arbeitgeber in Rostock und arbeitet daran, wieder zu einer der bedeutendsten Universitäten im Ostseeraum zu werden. Hierfür beteiligt sich die Universität am Erhalt der Lebensräume und an der Nachhaltigkeit im Ostseeraum. Auch wird mit rund 1000 Partnern im Ostseeraum kooperiert, wodurch die Forschung vorangebracht werden soll. Die 100 Studiengänge und 9 Fakultäten locken momentan 13.000 Studenten in die Hansestadt. Diese Zahlen lassen auf eine goldene Zukunft für die Universität blicken.